Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben und meinen Gott loben, solange ich bin. Und meinen Gott loben und meinen Gott loben, solange ich bin. Und meinen Gott loben und meinen Gott loben und meinen Gott loben und meinen Gott loben, solange ich bin. Und meinen Gott loben und meinen Gott loben, solange ich bin. Liebe Gemeinde, jeder Gottesdienst ist eine Inszenierung. Jeder Gottesdienst inszeniert Angelegenheiten von höchster Bedeutung. Werden und Vergehen, Leben und Tod, das Göttliche und das Heilige, Schuld und Vergebung. Unser Predigttext zum Sonntag Kantate aus dem zweiten Buch der Chronik im 5. Kapitel führt uns eine Gottesdienstinszenierung des Königs Salomo vor. König Salomo inszeniert den Einzug Gottes in sein Heiligtum, den Tempel in Jerusalem. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes Gottes hinaufbrächten aus der Stadt Davids, dem Zion. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt waren, die opferten Schafe und Rinder so viel, dass niemand es zählen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Tempels, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln des Bundes, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Und die Priester gingen dann heraus aus dem Heiligtum und stellten sich östlich vom Altar auf mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man einen mit einer Stimme loben und danken dem Herrn. Er ist gütig, seine Barmherzigkeit währet für und für. Der König Salomo hat ein Großreich gegründet. Nicht anders als andere Fürsten seiner Zeit errichtet er ein Zentralheiligtum. Dort nimmt er die religiösen Inszenierungen für sein Reich vor, im legendären Tempel von Jerusalem. Und aus den Schilderungen des zweiten Buches der Chronik da können Sie ersehen, was für ein Aufwand da getrieben worden ist. Die Ausstattung des Tempels wird in den Kapiteln davor ausführlich beschrieben. Gigantisch. Die Menge der Priester, unübersehbar. Gewaltige Chöre, Herden von Opfertieren, die zur Einweihung später auch an jedem Tag geopfert wurden. Dieser Tempel inszeniert die Größe eines Fürsten und die Größe Gottes. Ein gewaltiges Spektakel, das beeindrucken sollte und es sicherlich auch getan hat. Salomo lässt inszenieren, dass Gott in Jerusalem Wohnung genommen hat. Seine Lade ist aus einem Ort nicht weit von Jerusalem geholt worden und nun, so muss man sich das vorstellen, thront Gott unsichtbar über der Lade und die Flügel der Cherubin schirmen ihn. Und vor ihm ist ein Vorhang eingezogen, der das Volk abtrennt. Salomo inszeniert den Einzug Gottes in seine Hauptstadt, seinen Tempel. Welche Rolle fällt da dem Volk zu? Ihnen und mir? Sie und ich, wir hätten keine Entscheidung getroffen. Gehen wir dahin oder nicht? Dieser Gottesdienst war eine Angelegenheit, die alle betraf.
keine des persönlichen Glaubens. Wir wären dabei gewesen. Dieser Gottesdienst zeigt an, die Macht des Königs ist gefestigt. Er und Gott sind ein Bündnis eingegangen. Und Israelit kann nur sein, wer diesen Tempel besucht. Und doch, es war, als wenn einer trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn, stellt die Chronik fest. Das äußere Ziel der Inszenierung ist das. Salomo demonstriert, hier in meinem Tempel wohnt Gott nun. Das innere Ziel hingegen, das ruft dazu auf, zu danken dem Herrn. Und dazu braucht es den Einzelnen. Den und die Einzelne, die von innen her einschwingt und sagen kann, ja, du bist mein Gott. Hier erfahre ich, dass du mein Gott bist. Hier finden wir zwei uns. Hier gehen wir eine innige Verbindung ein. Jeder Gottesdienst hat dieses innere Ziel, dass Sie und ich Gott loben. Das dürfen Sie beanspruchen, wenn Sie einen Gottesdienst besuchen. Daran dürfen Sie unsere Gottesdienste messen. Das können Sie erwarten. Ich werde innerlich so erhoben, dass ich Gott loben kann. Es ist heutzutage viel angenehmer, dass wir frei entscheiden, ob wir einen Gottesdienst besuchen und wenn, welchen. Sie müssen es nicht mehr für die Leute tun oder für den Pfarrer oder die Pfarrerin, sondern weil Sie das selber wollen. Wir gehören als Deutsche, als Bewohner und Bewohnerinnen dieser Stadt oder als Mitglieder unserer Familie nicht mehr automatisch einer Glaubensgemeinschaft an. Sie haben die Wahl. Sie haben die Wahl zwischen katholischen, orthodoxen, freikirchlichen, pfingstlerischen oder eben auch lutherischen Gottesdiensten, wenn wir nur im christlichen Bereich bleiben. Die Akzente, die unsere Gottesdienste setzen, sind unterschiedlich. Das heißt nicht, dass wir nicht voll und ganz anerkennen, dass die katholische Messe, die orthodoxe göttliche Liturgie oder der Pfingstgottesdienst ebenso Gott loben. Aber die Inszenierung, von der wir vorhin gesprochen haben, ist doch immer ein wenig anders. Was will der lutherische Gottesdienst denn so inszenieren, dass Sie Gott loben können? Der lutherische Gottesdienst hat seit der Reformation aus der Gemeinde eine singende Gemeinde gemacht. Das Singen ist ein sehr persönlicher Akt. Sie erheben Ihre Stimme. In Lateinamerika habe ich das von politischen Menschen immer wieder so gehört. Wenn wir singen, dann merken wir, wir haben eine Stimme. Wir sind jemand. Wenn Sie im Gottesdienst singen, dann erheben Sie Ihre Stimme. Und zwar, Sie sind jemand, der mit Gott redet. Die lutherischen Lieder sind meistens Glaubenslieder. Sie sagen, ich glaube. Ich bekenne, ich lobe. Stören Sie sich nicht daran, dass manche Lieder die Sprache anderer Jahrhunderte sprechen. Wenn Sie Ihre Stimme erheben und ich sagen, dann stimmen Sie in einen Chor ein. Nicht nur den der Menschen um Sie herum, sondern auch in den Chor der Generationen vor Ihnen. Ihre Stimme zählt und Ihre Stimme klingt neben und mit vielen anderen und mit ihnen zusammen, um Gott zu loben. Zweitens, der lutherische Gottesdienst inszeniert das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das ist das eine Wort Gottes, Jesus Christus. Es ist die Heilige Schrift, die die Wohltaten Gottes in Jesus Christus bezeugt. Und es ist drittens die Predigt, die Sie und Christus zusammenbringt. Christus steht in der Mitte unserer Gottesdienste. Sie sehen auf den Auferstandenen, der die Welt zusammenbringt,
der vor sich, der von sich sagt, ich bin das A und O, Anfang und Ende. Sie richten ihre Blicke auf das Kreuz, die Zeichen der Hingabe Christi für Sie und mich. Auf unseren Altären liegt die aufgeschlagene Bibel. In diese Worte haben die Zeugen Christi den Glauben gefasst. Und die Prediger und Predigerinnen haben keine andere Aufgabe, als sie ihre Erfahrungen und Fragen, ihre Freude, ihren Kummer, ihre Sorgen und Ängste und Christus miteinander zu versprechen. Unsere Predigt muss sie und Christus miteinander versprechen. Sie müssen in der Predigt erfahren können, dass ihr Leben und das Leben Christi unlösbar miteinander verbunden sind, dass sie sich ihm anvertrauen können und er sie halten wird. Und dann können sie Gott loben. Und drittens, der lutherische Gottesdienst öffnet ihnen den Blick in die Welt, in der wir aufgehoben werden zu Gott. Aufgehoben im ganz wörtlichen Sinn. Wir werden erhoben. Das heilige Abendmahl ist ganz irdisch und ganz himmlisch. Sie stehen mit den Füßen auf dem Boden der Wirklichkeit und sie genießen, was uns die Erde gibt, Nahrung und Trank. Und in diese Welt hinein bricht die Welt, die unsichtbar sich um uns breitet, wie es in Bonhoeffers Gedicht von guten Mächten heißt, damit sie Gott loben können. Das Gotteslob ist jeden Sonntag neu. In der Zeit ohne Gottesdienst haben sie gemerkt, ob ihnen Gottesdienste fehlen. Gottesdienste, die beanspruchen, Angelegenheiten von höchster Dringlichkeit zu inszenieren, so zu inszenieren, dass sie dazu geführt werden, Gott zu loben, indem sie sich in eine Reihe mit den Sängerinnen und Sängern stellen, die vor ihnen und mit ihnen, wenn sie singen. Gott zu loben, wenn sie sich angesprochen fühlen und sagen können, ja, so ist das zwischen mir und Gott. Und Gott zu loben, weil sie den Blick in eine Welt werfen, die aus mehr besteht als Rechnen und Berechnen, nämlich die Welt, die unsichtbar sich um uns breitet. Dazu sind sie eingeladen, heute, in allen Wochen und Monaten und Jahren, die vor uns liegen. Amen. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seine und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seine und dienet ihm gern. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seine und dienet ihm gern. Freuet euch seine und dienet ihm gern. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seine und dienet ihm gern. Freuet euch seine und dienet ihm gern. Wir beten. Großer Gott, können wir unsere Stimmen erheben und dich loben, wenn die ganze Welt aus den Fugen zu gehen scheint? Können wir einstimmen in das Lob der Engel, wenn Menschen von Krankheit geschlagen werden oder um ihre Existenz fürchten? Können wir ohne Vorbehalt Ja und Amen sagen, wenn wir nicht wissen, was die Zukunft uns bringt? Und dennoch wollen wir dich loben, denn du bist doch unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und dennoch wollen wir dich loben, denn du bist doch mitten unter uns, in Krankheit und Leid, in Sorgen und in den Freuden jeden Tages.
Und dennoch wollen wir dich loben, weil dein Wort nicht ablässt, uns in die Gemeinschaft aller Menschen zu stellen und Solidarität zu üben. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.